Fallen! Dort drüben! Muss die Falle entschärfen! Ich muss ein Trottel. Fallen! Dort drüben! Ich hätte ja schwören können, dass da jetzt Spinnen kommen oder so. Das ist sehr angenehm, nicht wahr, mein Freund? Halt! Halt den Mund! Kommst du da jetzt durch? Ja, bist du. Ja, ich helfe dir ja gerne, aber. Hallo? Mann, oh Mann. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir nicht schon früher einen Hund angeschafft habe. Ja. So, da sind wir wieder. Will eine Eiswand. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Mit diesen Rabensteinen. Ein Bruchstück des Liar Fail, auch Schicksalsstein genannt, der angeblich die Ankunft eines Königs durch einen Schrei voraussagt, wenn er auf den Stein tritt. Als der Vielleicht verplan ich's gerade irgendwie, dass ich mir doch. Ich rieche eine Falle! Nichts drin, da ist auch nichts drin, da ist auch nichts drin. Hier vielleicht? Nö. Hier? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Aber jetzt gehen wir doch die Wege aus, oder? Nein, das wollte ich nicht. Aha, okay. Sind wir ein bisschen bescheuert? Na, läuft doch. Ja, Entschuldigung. Karte hier hin. Next. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ich werde euch verzaubern. Ich stehe. Das merke ich. Kiste! Ah, nutzloser Plunder! Was? Auf. Das ist Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle.
Und Heilung. Speicherpunkt. Da komme ich nicht ran, oder wie? Ah doch. So. Was ist hier? Will ich's wissen? Wer bist denn du? Ist das der magische Aschenbecher, oder was? Mal sehen. Ein toter Wikinger hält den Stein, den ich brauche. Ich bin sicher, du wachst mir jetzt nicht plötzlich auf, oder? Ja. Hallo? Du wachst doch nicht etwa auf, was? Ach komm! Wir beide wissen, dass du lebendig wirst, wenn ich's am wenigsten erwarte. Jetzt bring's endlich hinter dich. Was das? Bah! Ihr verderbt Raffens Überraschung! Aber Raffens Schlüsselstein werdet ihr nicht stehlen, kleiner Mann! Ich wusste es doch. Ihr Nordmänner wisst einfach nicht, wann ihr tot zu bleiben habt. Es braucht bessere Leute als euch, um mich nach Valhalla zu schicken. Nach Valhalla reicht's vielleicht nicht. Aber ich kann euch noch früh genug zurück in euer Grab befördern. Heißt, wir befördern ihn jetzt, oder? Was zur... Ist es hier drin plötzlich warm geworden? Eine Walküre! Seid ihr endlich gekommen, um Raffen nach Valhalla zu bringen? Falls nicht, nehmt doch stattdessen mich. Nein, das bin ich nicht, Raffen. Du hast den Einzug in Valhalla nicht verdient. Oh, gerade wurde es etwas kälter. Aber das war doch nicht Raffens Fehler. Das hätte doch jedem passieren können. Was ist denn passiert? Im Leben war er ein trefflicher und furchtloser Kämpfer, der auserkoren war, großen Ruhm zu erlangen. Seine Brüder planten einst einen Überfall auf die Küste und feierten ihren bevorstehenden Sieg mit einem großen Fest. Dieser hier betrank sich derart heftig, dass er stolperte und... Raffen hat sich mit seinem eigenen Schwert aufgeschlitzt. Das ist köstlich. Wäre ich doch bloß dabei gewesen. Jetzt reicht es! Das ist tatsächlich keine lustige Angelegenheit, denn jetzt kann Raffen nicht nach Valhalla. Solange er nicht seinen Wert im Kampf bewiesen hat, kann er dieses Grab nicht verlassen. Entschuldigung. Ja, dann, hier. Holen wir uns nochmal einen Speicher. Jo. Ende mal die Waffe. Nehmen wir den Fallensteller weg. Holen uns die Arthur-Theme wieder. Wir sind, nö. Was machen wir da? Die Dinge verstehen. Habt ihr mich? Ja, ich hab die vermisst. Sehr. Ist natürlich dumm, in diesem Grab gefangen zu sein und so. Aber es ist wenig sinnvoll, dass wir beide hier festsitzen. Warum leiht ihr mir nicht den Stein, damit ich hier raus kann? Ah, wenn Raffen hier nicht rauskommt, dann ihr schon gar nicht. Ach, komm schon. Würdet ihr mir bitte den Stein geben? Nein! Dann halt auf die harte Art. Tour. Arthur. Ich mag vielleicht nicht in der Lage sein, euch zu schlagen, aber ich kann euch den Rest eures kleinen Lebens hier ziemlich vermiesen. Verschwindet, kleiner Mann! Ihr belästigt Raffen! Ihr nennt euch einen Wikinger? Wollt ihr auf eurem Stühlchen schmollen oder wollt ihr endlich was gegen euer Problem unternehmen? Macht Raffen nicht wütend, Barde! Wisst ihr, Raffen ist ein Berserker! Ich wette, ihr könnt nicht einmal einem Trow wehtun. Berserker? Dass ich nicht lache. Was? Raffen wird euch zeigen, was er drauf hat. Zeigt Raffen ein paar Feinde und Raffen wird sie alle töten. Ist er jetzt bei uns dabei, oder was? Hm.
Nein! Der kämpft jetzt für uns. Was? Ich will den behalten. Darf ich Raffen behalten? Bitte. Einer erledigt, Partner. Habt ihr jemals einen Kopf so weit fliegen sehen? Anfängerglück. Raffen wärmt sich erst noch auf. Ihr meint, ihr taucht auf. Nichts mehr genug. Zu langsam. Ja, lassen Sie mal durchmachen hier. Wessen Grab ist das? Raffens Grab. Ein bisschen Wind einsammeln. Oh, no, 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 die machen das schon, ne? Die machen das gut. Schlagt das! Wird es nicht langsam Zeit, dass ihr in euer Schwert haltet? Dann kann man schon sagen, der Raffen jetzt drauf, was? Jetzt macht Raffen, was Raffen am besten kann! Na komm schon. Zeit für meinen Lohn. Hier, Barde! Jetzt seht ihr, dass Raffen kein Schwächling ist. Und jetzt geht Raffen zurück in Raffens Thronsaal, um zu grübeln. Okay. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Und was diesen Schlüsselstein angeht. Hi. Raffen, es ist Zeit zu gehen. Du hast dich als würdig erwiesen. Gepriesen sei Wotan. Endlich geht's nach Valhalla. Einen Kampf jeden Tag und ein Gelage jede Nacht, bis Ragnarök kommt. Moment mal, ich habe jede Menge Feinde besiegt. Wollt ihr nicht mich nehmen? Nein. Ach komm, können wir nicht darüber reden? Wir könnten doch in eine dieser Kammern gehen und uns unter vier Augen unterhalten. Nicht einmal, wenn ich eine Sterbliche wäre. Und außerdem hast du in dieser Welt noch einiges zu erledigen, bevor du in die nächste Welt ziehen kannst. Was? Aber wie komme ich hier raus? Lass mich dir etwas verraten, was dir bei der Flucht von diesem Ort helfen könnte. Ich wusste doch. Verdirb den Augenblick nicht. Also, Raffen, los geht's. Nächster Halt Valhalla. Valhalla! Lebt wohl, Barde. Ihr wart ein würdiger Gegner und ein echter Freund. Ihr könnt Raffens Stein haben. Danke. Viel Spaß. Na, wenn das mal nichts ist. So. Ja, noch ein paar Hoshis. Kommt zu Mama. Okay, kommt zu Mama.
Oder eine Menge direkt. Oh, oh, das könnte auch noch ein anderes Kind jetzt. Bestimmt mal rück die Kohle raus. Man, die werfen natürlich auch den Graf, aber. Warum mehr sein? Spawnen die hier wirklich? Sieht fast dann aus, ne? Und diese zu der Dauerbeschäftigung zu werden. Weg. Wie viel sind denn das? Attacke! Hier herüber! Ist es jetzt einer hinter uns? Glaube ich nicht richtig. Sag mal, wenn ich jetzt diesen Tropo hier hol. Fuck! Und so endet die Geschichte des Barden. Schade. Aber ist das richtig da? Sind wir da richtig unterwegs? Wir müssen vielleicht nur zügiger durch. Mal gucken. Wir bleiben rechts. Wir bleiben rechts, Leute. Wir bleiben hier. So, hier. Hier ist gut. So, hier weiter. Hier weiter. So, so, so. Attacke! Schneller. Ja, schneller. Komm mal. Kommt ihr nicht durch? Angriff! Zu mir! Kein Grund, gleich laut zu werden. Angriff! Nicht mehr genug.
Das! Nehmen wir mal den neuen mit. Und so endet die Geschichte des Barden. Da ist ja mal gerade ganz praktisch der Controller flöten gegangen. Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur mein Lieb recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.